Ja, danke schön, Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete. Sie erinnern sich bestimmt an die gestrige Debatte um den runden Tisch zur Lösung der komplizierten Problemstellung um die Wasserversorgung der Tesla-Fabrik in Grünheide. Das Fehlen einer Lösung für diese für die Ansiedlung entscheidenden Frage ist ein besonders herausragendes Beispiel dafür, was passiert, wenn eine Landesregierung und Verwaltung zumindest in weiten und ausschlaggebenden Bereichen kein umfassendes Qualitätsmanagement hat. Und selbst wenn es eines gäbe, bedürfte es dessen Anwendung. Auch das fehlende Verkehrskonzept und die fehlenden wenigstens Lösungsideen zur Behebung einzelner besonders extremer Verkehrsprobleme in der Region in und um Grünheide ist Folge fehlender Standards eines Qualitätsmanagements. Aber ich sehe schon, die Aufmerksamkeit ist im Moment groß, alle rennen rein und raus. Ich versuche es trotzdem weiterzumachen. Keine Angst, ich gehe hier natürlich nicht aus Rücksichtnahme auf die Landesregierung näher darauf ein, was alles bei den Ansiedlungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten schiefgelaufen ist. Also Cargolifter, Schifffabrik, Solarfabriken sowie BER könnte man auch noch mit drunter fassen. Wo hätte verhindert werden können und hätte gespart werden können, gäbe es im Land einen angewendeten Standard eines Qualitätsmanagements. Wie viele Milliarden Euro Steuergelder hätten wir gespart? Dann gäbe es standardisierte Vorgaben zum Umgang mit Industrieansiedlung als Beispiel im Sinne einer Qualitätsmanagement-Checkliste und könnten solche Probleme bei durchgängiger und systematischer Anwendung eigentlich gar nicht auftreten. Denn in einer QM-Checkliste müsste und würde stehen, worauf und bei jeder Industrieansiedlung, um dieses Beispiel weiter zu verfolgen, grundsätzlich im Vorfeld und in den weiteren Schritten der Realisierung jeweils zu achten hätte und damit, was an Vorarbeiten erfüllt sein muss, bevor man den nächsten Schritt gehen kann. Beispielsweise die Solvenzprüfung und Zuverlässigkeit eines Investors, das ist jetzt noch nichts Besonderes, aber ein weiterer Punkt, der da drin stehen müsste, die Eignungsprüfung des Grundstücks für die Ansiedlung, zum Beispiel hinsichtlich einer ausreichenden Versorgbarkeit, hinsichtlich bestehender und damit konkurrierender Schutzziele, wie zum Beispiel Wasserschutz, FFH-Gebiete, Naturschutz und Landschaftsschutzgebiete, aus denen schlimmstenfalls sogar eine nicht realisierbare Versorgung resultieren kann, und schließlich hinsichtlich einer ausreichenden verkehrlichen Erschließbarkeit direkt am Grundstück und in den umliegenden Regionen in Abhängigkeit des zu erwartenden Güter- und Personenverkehrs. Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Kommt uns im Moment, glaube ich, ganz bekannt vor, weil all diese Fragen spielen nicht nur bei dem Tesla-Ansiedlung eine ganz wesentliche Rolle. Weiterhin müsste in einer solchen QM-Checkliste stehen, die eine Eignungsprüfung der Gemeinde und der umliegenden Region hinsichtlich zum Beispiel der sozialen Infrastruktur, das heißt der Aufnahmemöglichkeiten für die geplante und darüber hinausgehende zu erwartende Anzahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, also Wohnungen, Bildungseinrichtungen, medizinische Einrichtungen etc. pp. Wie wir hier an dem Beispiel gut erkennen, ist all das bei der Tesla-Ansiedlung, auch bei anderen Ansiedlungen in der Vergangenheit, nicht vorab geprüft worden. Und genau deswegen hat es die Probleme und die Milliarden Euro Steuergeldverschwendung oftmals gegeben. Damit wird sofort ersichtlich, dass ein QM-System, welches bestimmte grundsätzlich anzuwendende Standards, in diesem Fall im Umgang mit externen Großinvestoren definiert, massiv dazu beitragen kann, Fehler oder große Probleme im Rahmen einer Ansiedlung, um mit dem Beispiel zu bleiben, deutlich zu verringern, vielleicht sogar fast auszuschließen. Ein QM-System ist deshalb keineswegs eine lästige zusätzliche Bürokratie, als dass es auch in der privaten Wirtschaft manchmal von Unkundigen wahrgenommen wird. Aus dem skizzierten Beispiel ersehen wir sofort, dass ein solches QM-System auch für die ganze Landesverwaltung, die Landesregierung, unsere Ministerien sehr hilfreich wäre, um im Nachgang von Prozessen oder Entscheidungen nachgelagerte Probleme weitgehend zu vermeiden, sprich alle möglichen Klageverfahren und zusätzlichen Kosten und für Nachbesserungen. Darüber hinaus wurde ein entsprechendes QM-System auch unseren Bürgern und Unternehmen in Brandenburg qualitativ hochwertige, einheitliche Verwaltungsdienstleistungen zur Verfügung stellen können und das obendrein in einem zeitlich angemessenen Rahmen, was anderswo bereits selbstverständlich ist, nur mal am Rande anzumerken. Ebenso würde auf diese Weise jederzeit ein transparentes und jederzeit nachvollziehbares Arbeiten und Handeln von Ministerien und nachgeordneten Verwaltungen ermöglicht, was wiederum mehr Verständnis und signifikant weniger Widerstand gegen die entsprechenden Bescheide oder Entscheidungen nach sich ziehen würde
So würde aus dem Slogan Brandenburg, es kann so einfach sein, mal eine belastbare Aussage. Auch die garantierte Einhaltung von Recht und Gesetz und eine bürgerorientierte und dem Gemeinwohl verpflichtete sowie effiziente Verwaltung, die auch so sparsam und wirtschaftlich wie möglich bei der Erbringung ihrer Leistungen agiert, was übrigens auch im Landesorganisationsgesetz § 2 drinsteht, wäre so endlich auch durchgängig und systematisch zu gewährleisten. Haben unsere Bürger und unsere Unternehmen in Brandenburg nicht eigentlich Anspruch genau darauf? Denn dort wird ja auf Kosten der Steuerzahler, auf Kosten unserer Bürger gearbeitet. Genau deswegen verfolgt unser Antrag genau dieses Ziel, die grundlegenden Weichenstellungen vorzunehmen, um ein grundsätzliches Qualitätsmanagement zur Vermeidung all dieser Probleme und zusätzlichen Kosten, was wir in der Vergangenheit hatten, auf den Weg zu bringen. Ich werde jetzt die einzelnen Punkte nicht nochmal alle vorlesen, die da drinstehen. Das ist ein logisch auf sich aufbauendes Konzept eines Qualitätsmanagements und einer Optimierung der Verwaltungsabläufe. Daher bitte ich Sie, stimmen Sie für unsere Bürger und uns für unsere Unternehmen in Brandenburg diesem ersten Anstoß zu einer Einführung eines QM-Systems in der Landesverwaltung zu. Dankeschön.